Kirschen, so die Erdbeeren, genau. Genau. Das war's? Ja. 100 Euro. So, willkommen zurück, 18 Eier, Folge 22, glaube ich. Und wir sind hier auf der Mac in Erfurt und hier schlüpfen jetzt die Eier. Nicht wundern, da ist jetzt auch ein Fünfer dabei. Das habe ich gestern irgendwann noch aufgesammelt. Und ja, ein Krebskorps. Das Sternstück ist auch an, gibt 1200 Sternenstaub. Bester Satz, Verteidigung, aber leider nur wirklich hoch. Aber ich glaube, das war's jetzt, weil irgendwie, glaube ich, nur eins aufgegangen ist. Oh, die anderen brauchen alle noch 2 Kilometer. Dann müssen wir uns leider später nochmal melden, wenn die nächsten aufgehen. So, jetzt sind wir aber zurück natürlich, direkt mitten auf der Mac. Und jetzt gehen die Eier auf, die Kontinentalen. Das Sternstück läuft auf. Wir filmen das jetzt hier schnell ab, weil hier rennen so viele Leute rum. Und ich habe mich jetzt einfach da mal an den Strom angeschlossen. Das erste ist natürlich ein Alola Vulpix mit 1900 Sternenstaub. Bester Satz, KP, Angriff, aber leider nur wirklich hoch. Also da geht natürlich noch mehr. Jetzt geht das zweite Ei auf. Mal schauen, was wir da drin haben. Ein Alola Sandan, also auch was Weißes. Mit 1700 Sternstaub. Bester Satz, KP, aber auch leider nur wirklich hoch. Schon fast 2000 Bonbons, die wir davon haben. Also ihr seht, hier ist wirklich was los. Die Menschenmassen rennen hier rum. Das nächste Alola Sandan ist am Start. Auch 1600 Sternenstaub. Bewertung wirklich stark, also leider nur der zweite Satz. Aber es geht natürlich weiter. Das nächste Ei schlüpft. 6 Stück sind das, glaube ich, jetzt. Oder 7. 7 müssten das sein. Wieder Alola Sandan. Also das ist ja wohl am häufigsten dabei. 1800. Sternenstaub, bester Satz, KP, auch nur wirklich hoch. Und jetzt weiß ich auch, wieso ich so viele Bonbons davon habe, wenn nur Sandans aus den Eiern kommen. Und wir haben das nächste Alola Sandan im Ei gehabt, wieder mal. Also das ist jetzt schon 2400, also das ist hoch, aber auch leider nur der zweite Satz dabei. Eins oder zwei müssten noch aufgehen jetzt, glaube ich. Und wir haben ein, es wird spannend, ein Slimer. Ist zwar kein kontinentales, aber wenigstens ein bisschen Abwechslung dabei. 2000 Sternstaub und wirklich stark. Also ja, das kann sich sehen lassen. Nicht. Und da sehen wir ein kleines Pikachu hinter uns mit Mütze. Die gab es ja heute überall hier. Und ein Alola Vulpix. Also wieder was Weißes, obwohl ja fast alles weiß ist, auch Mausi. 1800 Staub gab es dafür. Bestes Satz. KP 15. Das müssten jetzt, glaube ich, die Eier gewesen sein. Dann füllen wir mal auf, öffnen ein paar Geschenke und melden uns dann zurück, wenn die nächsten aufgehen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Wenn nicht, seht ihr das dann danach, wenn wir auf der Messe wieder weg sind. Also bis später erstmal und natürlich noch viel Spaß und Grüße an alle, die hier auf der Messe waren und die hier zugeschaut haben oder so. Ich sag schon mal Peace out, vorhaut euer Ramses, weil das hier einfach viel cooler wirkt als dann zu Hause. So, wir melden uns noch mal kurz zurück, denn da geht noch ein Fünfer auf. Das ist jetzt noch hier reingeflogen. Das öffnen wir noch kurz, damit wir natürlich mehr Platz haben dann für die Alola-Eier. Und es ist ein Tuska, was schon ewig nicht mehr kam. Oder auch relativ selten. 2200 Sternstab auf jeden Fall. Und bester Satz, Verteidigung 15. Jetzt füllen wir aber wirklich die Geschenke auf. Ach, da geht noch ein Zweier-Ei auf. Nehmen wir das halt eben auch noch mit. Und vielleicht hauen wir dann genau 9 Alola-Eier rein, weil alle Plätze sind ja jetzt frei. Ein Wablu, leider kein Shiny. Aber das haben wir natürlich schon als Shiny. Und 100 haben wir auch davon. 1200 Sternstaub, zweiter Satz, nicht der Rede wert. Aber jetzt sage ich bis später, wir sehen uns dann. Und hier ist noch mächtig was los. So, wir sind also zurück mit den nächsten 9 Eiern. Und hinter mir seht ihr den Nintendo-Stand. Da gibt es übrigens Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu zum Anspielen, die neuen Spiele natürlich, die jetzt rauskommen. Und wir schalten rüber und schlüpfen die nächsten Eier. Leider habe ich jetzt kein Sternstück dabei, weil es war noch 1 Kilometer drauf und das ist einfach schon aufgegangen, weil der hier immer zu rumrennt wie wild. Und wir fangen an mit einem Alola Sandan mit 1021 Sternstaub. Bester Satz, KP 15.
wie ihr seht, das Handy, das hängt so dermaßen, also es ist echt unglaublich. Natürlich so viel los hier, das ganze Netz. Ja, es wird nur bei mir sein, ich habe halt ein Kack-Handy. Aber es geht weiter mit Alola Vulpix 845 und das ist leider ziemlich mager. Bester Satz, Angriff auch auf 15. Das liegt halt wieder natürlich nur, das Handy ist jetzt seit, was weiß ich, 8 Stunden im Dauerbetrieb, die ganze Zeit hängt am Ladekabel, ist knüppelheiß, also ich bin froh, dass es überhaupt durchgehalten hat. So, das nächste Alola Kleinstein mit 1001 Sternenstaub, zweiter Satz und das GPS ist auch schon wieder weg. Aber zum Glück, denn so sind die ganzen Eier jetzt geschlüpft, ohne dass man hier groß rumlaufen musste, weil man hier eigentlich nur auf einem Fleck stand oder kleine Kreise sich bewegt hat. Trotzdem sind die Eier zweimal geschlüpft. Ein Alola Dicta mit 1100, zweiter Satz, also auch nicht so krass und ich vermisse ein bisschen die Kontinentalen. Also Kangama, Tauros glaube ich heute noch gar nicht dabei, obwohl das ja noch bis Montag läuft. Heute ist Samstag. Also müssten ja eigentlich noch 2 Fuhren drin sein. Das nächste Alola Mauzi mit 800 Sternstaub. Zweiter Satz, also eigentlich auch für die Tonne. Der Rest wartet auch schon draußen, denn wir wollen jetzt weiter nochmal in die Innenstadt schauen zum Street Food Festival. Ein paar Heuschrecken essen und da ist das erste Purenda, das erste Kontinentale dabei mit 800 Sternstaub natürlich. Aber bester Satz, okay, ist doch besser als ich dachte, KP-Verteidigung, aber leider nur wirklich hoch. Kommt noch eins, genau, eins ist noch da, weil diesmal waren es wirklich 9 Stück, die geschlüpft sind. Und ein Alola Slimer noch zum Abschluss mit 1600 Sternenstaub und das ist schon das Doppelte von dem, was die anderen abgeworfen haben, aber auch nur zweiter Satz. Und wir sind immer noch nicht durch, da ist immer noch eins übrig und ja, das muss jetzt ruckzuck gehen, denn die anderen warten draußen. Ein Alola Sander noch zum Abschluss, auch mit 1051 Sternenstaub. Wir gucken uns die Bewertung noch mal kurz an, wieder zweiter Satz. Und ich habe auch die 2 Millionen geknackt jetzt mit dem Sternenstaub. Schon wieder ein Ei, also das ist immer noch nicht das Ende, manchmal dauern die 9 einfach unendlich. Aber leider nur ein Alola Mauzi, also nochmal ein enttäuschender Abschluss. Das müsste jetzt wirklich aber das letzte gewesen sein mit 800 Staub, zweiter Satz, genau. Und genau, das war es jetzt also. Hier seht ihr nochmal, wie es da also abging, an den Parkplätzen draußen entlang gelaufen, überall Module an und Stops, da konnte man richtig gut was mitnehmen. Und das war's aber für diese Folge. Wir gehen jetzt noch zum Street Food Festival, melden uns dann natürlich in einem anderen Format, weil das ist hier nur die Eierfolge, aber die Tage wird natürlich das Video kommen von der MacCon. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Ciao. Ach, der Bob, der guckt da wieder wie so ein Mofa.